Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, natürlich zu einem Q-Check hier vom BYD Sea Lion. Nein, er heißt Sea Lion natürlich. Sea Lion 7 Event. Und ich habe mir gedacht, alle berichten über das, wie das Ding fährt. Ich zeige euch jetzt, wie die Qualität ist. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht es sofort los. So, ja, der Sea Lion 7 ist tatsächlich das neueste Produkt hier von BYD und wir durften im Rahmen einer Presseveranstaltung heute fahren, erfahren und so weiter. Und ich habe mir das ganze Ding mal angeguckt, wie es von der Qualität aussieht. Und natürlich fangen wir mit dem Lacktest an und da ist schon mal etwas aufgefallen, nicht zu beanstanden, aber wir haben hier eine Lackstärke von ca. 270. Und wenn wir jetzt auf den anderen Kotflügel gucken, sind wir bei 180. Also da sind 100 μ Unterschied. Normalerweise haben wir so um die 200 überall hier. Hier haben wir zum Beispiel 220 drauf. Und an den Türen liegen wir auch ungefähr bei 200. Auf gut Deutsch gesagt, wenn ihr mich fragt, hey, hat denn jemand nachgelackiert? Nein, natürlich nicht. Bei weißen Autos muss man immer wissen, es kann sein, dass die Teile teilweise zweifach lackiert werden, weil weiß sehr schlecht deckt. Und das hat man immer wieder, dass weiße Autos einen deutlich dickeren Lack haben an bestimmten Bauteilen, wie normale schwarze Autos, ganz extrem zum Beispiel. Gut, aber gucken wir uns mal eben die Qualität selber an. So, und das machen wir wie immer, während ich mich hier mal eben einpacke. Ich bin von vorne ums Auto herumgegangen und dann kommen wir hier mal zum typischen Ocean Design des Sea Lion mit dieser X-Dynamik. Ja, was ist mir hier aufgefallen? Was man sieht, ist, dass wir hier vorne die Frontschürze haben aus Kunststoff mit der Haube, natürlich aus Metall, und hier haben wir einen Spaltverlauf. Und dieser Spaltverlauf ist tatsächlich so, dass man hier in diesem Bereich etwas untersteht und hier in diesem Bereich etwas übersteht. Und wenn man jetzt hier guckt, hat man hier deutlich den Bereich, wo man untersehen kann. Unter der Karte kann man durchgucken. Und wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, passiert das genau zur anderen Seite, nicht zur Haube. Das heißt, wir haben hier einen sogenannten Vorzeichenwechsel. Wir gehen hier von einem Minus in einen Plusbereich oder umgekehrt. Soll so natürlich nicht sein. Bei der Größe tatsächlich sogar ein FK2, weil wir hier von 2 mm plus zu 2 mm minus wandern, also 4 mm Diskrepanz haben, 5 Punkte. So. Wir haben dann den Übergang vom Kotflügel zur Frontschürze. Das habe ich schon häufiger berichtet. Wir haben diesen Spalt hier. Da sollte immer ein bisschen Luft sein. Und ein bisschen Luft heißt, dass ich tatsächlich hier eine Fühlerleere habe mit 0,1 mm. Wenn ich die jetzt hier reinschiebe, dann seht ihr, ich kann sie durchziehen und bleibe jetzt hier hängen. Ich bleibe hier hängen. So, komme hier gar nicht mehr rein. Also hier, es ist vorbei und komme hier wieder rein. Das heißt, ich habe hier in diesem Bereich Kontakt. Warum ist das jetzt doof? Weil natürlich in der ganzen Karosse, auch in einer Plastikschürze, Bewegung ist. Das heißt, hier könnte es zu Reibungen kommen, weil die kontaktiert sind. Und dann könnte im schlimmsten Falle die Farbe vom Kotflügel abschubbern, Stichwort Rost. Im besten Falle passiert es nur am Plastik, dann sieht es einfach nur unschön aus. Ja, FK1 habe ich aufgeschrieben. So, was wir jetzt noch haben hier allgemein von der Haube. Ihr habt vorne schon gesehen, dass wir hier einen Unterstand haben. Wir haben die Haube hier, die ist sauber auf Null tatsächlich. Wenn wir jetzt aber nach vorne gehen, warte mal, wo war das? Da sind wir hier eindeutig in der Luft. Das heißt, die müsste vorne ein bisschen tiefer. Geht tatsächlich auch, ein bisschen Bewegung ist da drin. Ist eine Einstellsache, nichts Großartiges. Aber
ändert sich halt. Die ist hier teilweise sogar so ein bisschen unter, hier ein bisschen drüber. Kann man besser machen. FK1, einen kleinen Punkt. So, kommen wir mal zur Seitenansicht. Und da wäre es mal eben schön, wenn mein Kamerakind mal eben in die Frontale geht, in die Seitenaufnahme. Dann seht ihr auch mal die schiere Größe des Fahrzeuges. Das Segment Konkurrenz, ja, was soll es anderes sein, tritt ganz unverblümt gegen ein Model Y an, zum Beispiel mit einer Länge von 4,83 Meter waren es. Etwas länger als das Model Y, aber sehr sportlich, dynamisch, abfallendes Heck, gefällt mir gut. Sehr saubere Spaltverläufe hier, hier und hier. Und tatsächlich das Thema schuppiger Aufbau. Das heißt, der steht über der Tür, die Tür steht über der Tür und die Tür steht im hinteren Bereich über dem Heckbereich, damit einfach Wind und Dreck hier einfach drüber gleiten und nicht hier unschöne Ablagerungen bilden, haben sie sehr gut gelöst. Was aber auffällt ist, und das haben wir hier im unteren Bereich, wir haben hier sehr saubere Kante. Im unteren Bereich hier unten sieht man aber, wenn ich jetzt die Karte an den vorderen Zierstab halte, dass der hintere Zierstab deutlich tiefer steht. Und das sind circa 1,5 mm, ist auch ein FK3, ein Punkt, habe ich aufgeschrieben. Sonst aber sauber verbaut und wie gesagt, die Spaltverläufe absolut symmetrisch, gleichmäßig, so muss es sein. Autobahn können sie tatsächlich, das haben wir auch schon beim Dolphin gesehen. Kommen wir zum Heckbereich von dem Fahrzeug selber. Wenn wir von hinten mal gucken, dann haben wir ja hier und hier die sogenannte Königsfuge. Die Königsfuge, das habe ich schon mal erklärt, das ist, wenn ihr hinter dem Auto an der Ampel steht, ergibt das eine Linie runter und würde da irgendwo was verschoben sein, würde das sofort auffallen. Man sieht es sofort, auch hier absolut gleichmäßig, was die beiden Spalte rechts und links angehen. Was hier aber auffällt, das sieht man, wenn man von hinten guckt, ist, dass der Dachspoiler hier etwas untersteht. Man guckt hier quasi auf eine Kante drauf. Das habt ihr im linken Bereich nicht. Ihr guckt hier auf diese Kante, die ist quasi hier, steht auch über, kann man auch sehen. Und das haben wir auf der linken Seite, haben wir das nicht. Hier sind wir auf einem Nullmaß. Das seht ihr hier. Das heißt, die ganze Heckklappe oder der Heckspoiler, kommen wir gleich zu, ist etwas, als wenn die Heckklappe so ein bisschen verkippt ist. Was dafür spricht, dass sie tatsächlich etwas verkippt ist, FK1, ist, dass das Thema hier und hier, der Übergang vom Seitenteil, Heckseitenteil zur Heckklappe, sie steht ein bisschen tief drinnen. Das sieht man hier oben. Man kann von oben da wieder durchgucken, sauber. Ist per se erstmal nicht schlecht, wenn es auf der anderen Seite genauso ist. Jetzt gucken wir aber mal auf der anderen Seite und es ist deutlich weniger. Das heißt, die ganze Heckklappe, die steht tatsächlich gefühlt etwas so rein und kippt auch noch so ein bisschen nach da ab. Ist eine Einstellungssache. Wie gesagt, sieht der normale Kunde gar nicht, deswegen FK1, ja, also das wisst ihr, FK3, das wisst ihr inzwischen. Gibt nur einen Punkt, mir fällt das halt auf, kleinkariert, so wie ich bin. Okay, so, und jetzt ein ganz interessantes Thema. Ich habe es jetzt aufgeschrieben, weil ich sage, mich nervt es, mich stört es. Wir haben die anderen Fahrzeuge angeguckt, ist es ähnlich, fällt nicht ganz so auf, ja, aber da triggert mich Leute. So, und jetzt geht Jens mal ein Stück zurück hier, geht mal ein bisschen nach hinten. Ihr habt hier eine sogenannte Lichtkante. Hier bricht sich das Licht, wirft einen Schatten und darunter den Schriftzug. Und der Schriftzug hier oder auch das AWD, das ist nicht hier an dieser Lichtkante ausgerichtet, die kippen. Als wenn die Schriftzüge verkippt sind. Beide, das AWD, das 4-Wheel Drive und das BYD Cillion. Ich sag schon wieder das hier. Mann, ich habe es mir so dumm angemerkt. Wir haben darüber geschwätzt, Jens und ich. Also das C-Lion 7 ist so dermaßen verkippt. Ich hätte es halt zu dieser Kante ausgerichtet, weil auf die Kante guckt jeder drauf. Ich habe es mit einem Fragezeichen versehen, aber es stört mich, also FK1. Sonst hätte ich wahrscheinlich sogar ein FK2 dafür gegeben. So,
Das war's im Prinzip schon vom Außen. Also diese Seite, auch wenn man hier unten jetzt den Zierstab hier anguckt, der ist komplett so, wie er sein soll. Also nicht, dass man sagt, okay, die eine Seite ist anders als die andere. Auch hier Spaltmaße absolut sauber. Die Tankklappe, also die Ladeklappe ist sauber eingepasst. Übrigens, die Ladeklappe zum Thema Ladegeschwindigkeit, 600 Volt Technik. Nicht 400, nicht 800, 600. 230 kW in der Exzellenz-Variante Ladegeschwindigkeit heißt von 10 bis 80% in 24 Minuten bei einer Reichweite von 502 km nach WLTP mit dem großen Akku. Der hat dann etwas über 90 Kilowattstunden. Und Akku ist das Stichwort, haben natürlich den Blade-Akku drin. Der Blade-Akku ist eine LFP-Batterie, das heißt durchbrandsicher und alles. Und gehört hier fest zur Struktur des Fahrzeuges. Das erhöht die Steifigkeit im Innenraum und überhaupt beim Fahren. Das ganze Fahrzeug kann sich nicht mehr von der Torsionssteifigkeit, ist es so extrem, dass da nichts mehr sich bewegt. So hat man es eigentlich gern. Fährt sich wunderbar. Wie gesagt, guckt euch das bei den anderen YouTubern, beim Jens Zippel zum Beispiel an. Der fährt schon sehr gut. Wir gucken mal eben in den Innenraum. So, ganz schön dunkel hier in der Höhle. Wir haben hier und da und an den Türverkleidungen haben wir diese Abdeckung. Sieht so ein bisschen Carbonoptik aus. Und diese Abdeckung hier unten, ich finde diesen Ausschnitt unheimlich unsauber. Der ist hier unsauber, der ist aber auf der Fahrerseite unsauber. Ihr guckt da richtig quasi auf so einen Ausschnitt drauf oder so. Als wenn der händisch ausgeschnitten wurde. Und das fällt wirklich auf, weil man über die Fläche genau in dieses, ja, auf dieses Dunkle guckt. Habe ich aufgeschrieben, finde ich nicht schön, ist aber überall so. Können sie vielleicht gar nicht besser, bleibt aber dennoch nicht schön. Deswegen habe ich es aufgeschrieben. So. Ein weiteres Thema, und ja, da bin ich richtig kleinkariert. Es ist echt gemein, das auszuführen, aber wenn du sowas machst, dann mach es richtig. Ihr habt eine schöne Steppnaht hier. Die kommt von hier. Wenn die ein bisschen wellig ist, so what, völlig in Ordnung. Aber dann sorgt dafür, dass die Nähte hier oben auf einer Höhe zusammenkommen. Das heißt, so, ihr seht, ich kann das hier ein bisschen runter und hoch drücken und dann sind die auf einer Höhe. Das ist hier oben und hier unten. Also ich finde sowas, da gucke ich da automatisch drauf, immer. Ich gucke da immer drauf, das ist beim Fahrer genauso. Die I-Tafel, die geht ein bisschen runter, die Instrumententafel, I-Tafel. Die müsste halt einen Ticken, was weiß ich, 2-3 mm höher und dann ist das sauber hier, ne? Auch hier im Übergang. So guckst du da automatisch drauf, weil die Kontrastnähte, das sagt der Name, die bilden einen Kontrast und ich gucke automatisch drauf und sehe, dass diese Naht hier nach unten wegfällt und hier, da kommt die Naht und es ist Kleinkarät, ich weiß, aber das ist einfach so. So, das waren erstmal die Punkte, die ich gefunden habe. Und jetzt gucken wir uns das ganze Auto nochmal eben haptisch an und machen natürlich den ultimativen Navi-Test. Ja, da sitzen wir jetzt. Ich muss sagen, wir sitzen hier wirklich im Exzellenzmodell. Das heißt, das ist volle Hütte bis zum... Da geht nicht mehr. Head-Up-Display hat er, der hat Lederausstattung, richtige Steppnähte. Also das ist so schön, das zeige ich euch gleich nochmal in der Nahaufnahme. Die sind richtig mit Liebe gemacht, natürlich auch belüftet und beheizt. Warum auch sonst, wie auch sonst. Alles hier oben mit wirklich feinsten Materialien bezogen. Hier in diesem Bereich ist, ich weiß nicht, ob Leder oder Lederimitat, fühlt sich einfach super an. Dann hier wie Alcantara oder sowas. Ja, also ich weiß nicht, was es ist. Es fühlt sich einfach wirklich schön an. Hier wieder Leder, alles tatsächlich auch leicht unterfüttert. Also das ist alles weich. Ne? Hier oben auf der I-Tafel wieder das gleiche Material wie hier. Fühlt sich auch super an. Hier ist nichts mit Hartplastik. Selbst hier in diesem Bereich, wo man jetzt guckt, im Bereich Handschuhfach oder so weiter, hier, da ist kein, also Sichtfeld A, Sichtzone A, da ist kein billiges Plastik verbaut. So, jetzt machen wir mal den Test. Da hat es einmal geknarrt. Das ist minimal. Das ist nichts, wirklich das nichts. Ja.
Ja, auch das Thema Lenkrad. Ne? Wir haben ein schönes, griffiges Lenkrad unten abgeflacht mit dem X-Design der Ocean-Serie. Alu-eloxierte Bedienelemente, die jetzt im Dunkeln tatsächlich leuchten. Tagsüber ist es wie die ostfriesische Flagge. Weißer Adler auf weißem Grund, da erkennst du die Symbole ganz schlecht. Die Bedientafel hier in der Tür auch mit Alu-eloxierten Elementen. Ihr seht das sehr dynamische Ambiente-Licht hier, also sehr diskret, nicht auffällig, sehr gut ausgeleuchtet, gleichmäßig vor allen Dingen ausgeleuchtet, das wirft keine Schatten. Hier tatsächlich auch diese kleine Grafik, die ihr gerade gesehen habt, also die haben sich hier schon wirklich Mühe gegeben. Das Ganze fässt sich gut an, es knarzt und knatscht nichts, ne? Also dieses NVH. Noise, Vibration, Harshness, das haben die hier wirklich an die Spitze getrieben. Und das für ein Auto, wo man sagen muss, okay, es ist zwar die Exzellenzversion, mehr geht nicht. Aber das zu einem Preis von unter 60.000 Euro noch. Ne? Wir liegen bei der volle Hütte bis zum geht nicht mehr bei 58.000 Euro mit 530 PS. Und das ist eine Ansage. Und im Leasing bekommt ihr das Fahrzeug sogar unter 600 Euro als Privatmensch. Ist eine Ansage, finde ich gut. Mittelkonsole haben wir hier wieder das gekühlte, die gekühlte Induktionsschale fürs Handy. Das tut meinem iPhone Mini sehr gut, weil das überhitzt ständig auf diesen Induktionsplatten. Ähnlich wie beim Polestar hier tatsächlich den Ganghebel, ne, so ein bisschen wie so ein Kristall quasi. Das hat Polestar auch gemacht. Das übrigens dann auch die einzigen Elemente hier, die mit Klavierlack sind, sind aber auch Taster, wo man zum Beispiel hier die Klimasteuerung hat und auf Automatik stellen kann. P-Taste fürs Parken manuell natürlich. Start-Stopp-Taste hat er tatsächlich noch, deswegen ja, lass es. Ist in Ordnung. Muss ich nicht mehr drüber reden. Head-Up-Display hat er natürlich auch und sonst, wie gesagt, vom Verbau im Innenraum. Wirklich top, muss ich ganz ehrlich sagen. Also viel besser geht es nicht. So, und nun kommen wir natürlich zum ultimativen Navigationstest und das gucken wir uns jetzt mal an. Navigiere zu Am Brunnfeld 6 in Schwandorf. Hier sind die Suchergebnisse. Wo möchtest du hin? Oh, da ist ja tatsächlich ein Obi. Na, sowas okay. Aber auch. Obi Schwandorf. Ich beginne mit der Navigation. Der denkt sich sowas aus. Obi Schwandorf? Bitte beachten Sie die geltenden Verkehrsregeln. So, ja, jetzt 309 Kilometer ist tatsächlich mit einer Akkuladung erreichbar. Vielleicht sollten wir da noch mal eben was nehmen. Also ich nehme die Adresse ja immer, aber aus Bremen, da muss man eigentlich mal laden. Von hier aus muss man nicht laden, 322 Kilometer. Das heißt, Navigation abbrechen. Zielführung wird deaktiviert. Ich mache jetzt mal eben eine Strecke, die von der Strecke her passt. Navigiere nach Wien. Ich habe Folgendes gefunden. Okay, Vienna. Ich beginne mit der Navigation. Also A, man kann wirklich sagen, was man will, der ist richtig schnell. Ja, also top. Das ist die Strecke nach Wien. Ich muss definitiv laden, weil es sind 742 Kilometer. Sind wir hier wieder bei BYD mit den Ladestopps, ne? Routenoptionen, Geschwindigkeitswahn, alles gut, Autopriorität. Ihr seht, beim Ladepräferenz, da kann ich nur die Ladesäulen angeben. Ich habe tatsächlich, sagt's mir bitte, also entweder ist die Software noch nicht in der Lage dazu oder hat einfach keinen Ladestopp. Also für euch mal eben, damit ihr sagt, der Schwung ist zu blöd. Wenn ich hier auf diese Ladesäule klicke, suche ich mir hier Ladesäulen raus, die irgendwo in der Nähe sind. Da seht ihr, auf der Route kann ich dann so machen und dann seht ihr, da zeigt er mir jeweils, jetzt zum Beispiel die 6 hier oder die 7, ist ein Ionity. Aber ich muss es manuell mit dem Plus da hinzufügen, damit ich an der Stelle dann lade. Das macht er gerade nicht automatisch. Er zeigt sie mir an. Es kann jetzt sein, dass ich zu blöd bin dafür. Das weiß ich nicht. Aber dementsprechend finde ich es halt nicht für jemanden, der jetzt in so ein Auto einsteigt, das bei Sixt gemietet hat und sich darauf verlässt, dass er ihm sagt, wann du laden sollst. Ist das nicht für mich
selbsterklärend. Und das habe ich beim Dolphin auch schon beanstandet. Und da wäre der Wunsch, dass wir da dementsprechend vielleicht in Zukunft einfach mal von der Software von BYD ein bisschen was erwarten, wo dann eindeutig gezeigt wird, hey, lade zweimal, da und da, fertig. Peng. Man kann auch nicht einstellen, mit wie viel Prozent man am Zwischenstopp und am endgültigen Ladestopp oder am Ziel ankommen möchte. Auch das kann man nicht einstellen. Schade, da finde ich, gibt es noch Verbesserungspotenzial. Kommen wir zum kleinen Fazit und wo der BYD jetzt gelandet ist. So, Q-Check BYD Sea Lion 7, ne, wenn dann komplett Englisch. In dieser Ausstattung hier 58.999 Euro teuer und wunschlos glücklich, ein wirklich mega tolles Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben in Summe einmal die FK5, das habe ich euch vorne gezeigt, und dann in Summe nochmal 8-mal die FK3, sind dann 13 Punkte. Wo landet er mit 13 Punkten? Tada! Überraschung, Platz 3 vor dem BYD Dolphin, der übrigens da drüben steht. Den kennt ihr doch mit der markanten Aufkleber. Also, beweist einmal mehr das, und ich sage es nochmal gerne für die, die jetzt anfangen zu meckern. Klar ist das ein Pressefahrzeug, vielleicht gucken sie da nochmal genau hin, aber warum sollten sie es tun? Weil es gibt hier einen Haufen von Autos. Aber BYD macht einen verdammt guten Job. Dieses Auto ist wirklich top, und das mache ich nicht, weil ich eingeladen wurde, sondern weil das Auto wirklich top ist, Mann. Also in diesem Sinne, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, und wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Und bis zum nächsten Q-Check. Ciao.